Liebe Zuschauer, schön, dass Sie München TV eingeschaltet haben. Ja, also sie zählt zu den besten Hochschulen der Welt, die Hochschule für Philosophie der Jesuiten. Heute Abend ist eine großartige Veranstaltung angesagt, und zwar geht es um Europa. Was haben die Philosophen zu sagen mit Europa? Motivation Europa heißt die Veranstaltung. Motivation Europa heißt auch, die Philosophie mal nach Europa zu integrieren. Professor Brüntrup, Sie sind Jesuit, Sie sind ein Professor der Philosophie. Was haben die Jesuiten, was hat die Philosophie zu Europa zu sagen? Die Philosophie, gerade die christliche Philosophie, hat auch die Idee der Menschenrechte, die Europa ganz wesentlich bestimmt, mit hervorgebracht. Bartolomé de las Casas, ein Dominikanermönch, war einer der ersten, der schon im 16. Jahrhundert von Menschenrechten sprach, weil jeder Mensch, gleich woher kommt, welche Rasse, Religion er hat, als Gottes ebenbildlich geschaffen ist. Und das bindet uns ja in Europa zusammen, dass alle Menschen die gleichen Rechte haben, dass wir keinen Unterschied machen zwischen verschiedenen Religionen, verschiedenen sexuellen Orientierungen. Und das wird hier schon seit Jahrhunderten gelehrt, und das sind gemeinsame Wurzeln. Wenn Ignatius von Loyola jetzt uns von oben begutachtet, was würde denn er zu Europa sagen? Ich glaube, er wäre ein glühender Europäer. Damals waren die im 16. Jahrhundert sogar in mancher Beziehung weiter und integrierter als heute und sind schneller über Ländergrenzen hinweggezogen. Die große Zeit des Nationalismus kam ja erst später. Und der Nationalismus hat auch viel Übel gebracht an Kriegen und Gewalt. Und damals haben die schon für ihre Verhältnisse sehr global gedacht. Und ich glaube, er wäre ein glühender Verfechter der europäischen Einigung. Nun haben wir ja heute Abend einen Stargast, Dr. Theo Weigel, ja, der ja ein unglaublicher Europäer ist, Mitträger des Euros. Er hat den Euro mit erfunden. Er wird heute Abend hier sprechen. Er wird sicherlich ein glühendes Plädoyer halten für Europa. Aber was ist denn so Ihre persönliche Meinung zu Europa? Ich denke, wir müssen mehr zusammenwachsen. Wie sehen Sie das? Also ich bin ja noch aufgewachsen. Ich stamme ja aus Fulda. Mhm. Als kleiner Junge direkt am Eisernen Vorhang, wo man die russischen Soldaten auf der anderen Seite gesehen hat. Und ich habe es erlebt, wie die Mauer gefallen ist, was viele unserer Studenten hier gar nicht mehr wissen. Die sind nachher geboren. Für mich bedeutet die europäische Einigung so viel. Die Überwindung des Kalten Krieges, der ganze mittlere Teil Europas, Zentraleuropa und Osten, der dazugestoßen ist. Das ist so viel Potenzial an Kultur, an Geschichte. Das jetzt wieder kaputt zu machen für kleinkarierte, vielleicht geringe finanzielle Vorteile, das wäre eine Tragödie. Mhm. Aber trotzdem, wir müssen in Europa mehr zusammenwachsen. Mhm. Die Türkei macht uns schlechte Laune. Die Briten machen uns schlechte Laune. Wie sehen Sie denn jetzt das wirklich mal unter dem Aspekt eines Jesuiten, der sagt, ich habe Werte, ich lebe Werte? Was können denn da die Jesuiten dazu beitragen? Ich hatte es ja eben schon angedeutet, dass wo wir wirklich etwas beitragen können, ist zur Frage der Menschenrechte, wie man sie begründet, dass alle Menschen gleich sind. Und dann auch zur Frage der Gerechtigkeit. Wir glauben ja, dass Glaube, also religiöser Glaube und Gerechtigkeit zwei kommunizierende Röhren sind, die hängen ganz eng zusammen. Es kann mir niemand erzählen, dass er wirklich tief religiös sei, aber nicht empört ist über Ungerechtigkeit. Und die Menschen wollen ein Europa der Gerechtigkeit, dass gerade auch die Kleinen und die Schwachen sehen, sie profitieren von Europa und sie werden nicht in der Globalisierung untergebuttert. Und das wäre unser Appell, Europa muss ein Europa der Gerechtigkeit sein. Nun heißt diese heutige Veranstaltung Motivation Europa. Wir haben einen Lehrstuhl ins Leben gerufen vor vielen Jahren. Der Lehrstuhl geht weiter. Motivation und Philosophie sind im Grunde, ich sag's mal, eine Ehe eingegangen. Motivation kann man nur auch wirklich leben, wenn man authentisch ist. Man kann nicht negativ sein, wenn man wirklich positiv motiviert ist. Was ist Ihre Meinung? Wie kann Europa ein Vorbild sein für Motivation? Also Motivation ist ja was Emotionales. Die Motivationsenergie kommt nicht so sehr aus den Gedanken, sondern aus den Gefühlen. Es ist die Leidenschaft für Empathie. Eine Sache. Ja, Leidenschaft für eine Sache, Pathos. Und
Ich glaube, was die europäischen Politiker zu wenig geschafft haben, ich will sie nicht jetzt verteufeln, dass sie es gar nicht geschafft haben, ist, die Menschen leidenschaftlich zu machen für Europa. Die Generation nach dem Krieg war es vielleicht, weil sie die Zerstörungen gesehen hat, was der Nationalismus angestellt hat. Aber für die neue Generation, die jetzt 20, 30, 40 sind, die haben zu wenig Leidenschaft für Europa. Und darüber nachzudenken, Motivation für Europa heißt der Leidenschaft für Europa. Wie können wir das Feuer der Leidenschaft entfachen? Ja? Das wird sicherlich heute Abend Theo Weigel sehr eindrucksvoll rüberbringen. Aber glauben Sie, dass nicht die Zeit mal reif ist, dass auch mal ein Philosoph im Bundestag vertreten ist und ein Motivator? Ich seh die noch nicht. Sehr motivierend sind die Debatten oft nicht, wenn man es anschaut. Man merkt sehr, dass die Abgeordneten selber kaum hingehen zu ihren. Wenn die Kamera mal über die leeren Reihen schwenkt, sieht man, dass diese Reden anscheinend sie selber nicht motivieren. Da ist ein Demokratiedefizit. Die Menschen, es gehen ja auch immer weniger zur Wahl. Wie können wir die Leute begeistern? Da erhoffe ich mir auch von diesem Abend Anregung. Und Theo Weigel ist natürlich ein Typ, diese Politikergeneration, auch wie Hans-Dietrich Genscher, wie Helmut Kohl, die vielleicht das besser hinbekamen als viele heutige Politiker, die Menschen zu begeistern und mitzureißen. Jetzt machen wir eine kleine Pause, dann sprechen wir mit dem Präsidenten der Hochschule für Philosophie, der Jesuiten. Vielen Dank, Herr Professor. Vielen Dank. Herr Präsident, heute Abend ist eine spannende Veranstaltung angesagt. In wenigen Minuten geht's los. Dr. Theo Weigel kommt jetzt an Ihre Hochschule. Was erwarten Sie von Dr. Weigel heute Abend? Naja, zunächst einmal ist es ein großer Tag für die Hochschule. Damit will ich anfangen. Erstens, wir dürfen heute die neu möblierte Bibliothek, den Lesesaal hier einweihen, dank Ihrer großen Unterstützung. Und das ist ein großes Ereignis für uns, für die Hochschule. Wir dürfen auch die Weiterführung des Lehrstuhls für Philosophie und Motivation, der von Ihnen ins Leben gerufen und auch enorm gefördert ist, weiterführen. Das sind wichtige Dinge. Und dass wir das mit einem so prominenten Redner und so einem wichtigen Thema verknüpfen können, passt sehr gut zusammen. Ich erwarte von ihm, dass er einen Impuls setzen kann in eine positive Richtung. Europa wurde in den letzten Jahren mir viel zu oft schlecht geredet. Negativ gemacht. Es waren Beschimpfungen, wenn man sagt, Europa nur noch mit der Bürokratie oder den Gurkengrößen in Verbindung zu bringen. Das mag alles stimmen, dass das Entartungen sind. Aber Europa ist nach wie vor unsere großartige Idee und auch Chance in der Globalisierung. Und Theo Weigel ist eine große Leitfigur. Und deswegen bin ich froh und stolz, dass wir ihn heute Abend hier haben dürfen. Ist ja spannend, wenn er seine Geschichte erzählt, wird er sicherlich heute Abend erzählen, wie der Euro entstanden ist. Und man kann also über alles sagen, Europa da und hier und die Grenzen sind offen. Aber schlussendlich gibt es so eine riesige Liste von positiven Dingen, was wir Europäer seit dieser Zeit, als Europa wirklich Europa wurde, bekommen haben. Die Grenzen sind offen, es gibt keine Zölle mehr. Man fährt heute mit einer Währung in 27 Staaten. Also das sind doch alles tolle Dinge. Und die heutige Veranstaltung heißt ja auch, was ist die Philosophie von Europa? Ich meine, Philosophie eines Kontinents ist ja wichtig. Sie als Präsident der Hochschule, wie sehen Sie denn die Philosophie des Europas? Naja, zunächst, da könnte man verschiedene Antworten. Ja. Zunächst einmal ist Europa die Wiege auch der abendländischen Philosophie. Also ganz wichtige Denker bestimmen heute immer noch auch die philosophische Debatte weltweit. Wir haben heute einen starken Einfluss auch der US-Amerikaner, andere Kontinente, andere Kulturen. Aber die wichtigen Denker der Philosophie kommen nach wie vor aus Europa. Und das ist wichtig und ist Auftrag und Verpflichtung zugleich. Gleichzeitig würde ich sagen, Europa ist immer so etwas, das Ganze mehr ist als die Summe der Einzelteile. Das ist, würde ich sagen, sage jetzt mal so ein philosophisches Substrat, wo man sagt, wenn alle sich zusammentun, etwas Gemeinsames machen, und das ist die richtige Antwort auf die Globalisierung. Es war damals, als wir es gegründet haben, die richtige Antwort auf die Grauen der beiden Weltkriege des letzten Jahrhunderts, dann ist das, was man zusammen macht, immer mehr als die Summe der Einzelteile. Und wenn sich das die Leute wieder bewusst machen, die Politiker und Entscheidungsträger wieder bewusst machen, dann kann Europa eine positive Vision haben. Und das ist, glaube ich, eine wichtige Aufgabe der Philosophie, das auch grundzulegen und auch in der Umsetzung. Und da kommt die Motivation auch sehr stark rein und die Verbindung zwischen Motivation und Philosophie, das zusammenzubringen.
Nun, sagt ja die Philosophie, Leben muss leben. Ich habe das Gefühl, dass Europa mehr lebt, als es im Grunde wegdiskutiert wird. In diesen Stunden, während wir dieses Interview aufzeichnen, fliegt die deutsche Kanzlerin zu Donald Trump. Ich glaube, sie wird überragend gut sein. Sie wird einfach die europäische Kultur dem Donald Trump näher bringen. Sie wird sich nicht irgendwo in ein Boxhorn jagen lassen. Aber ich glaube trotzdem, es gibt so einen leichten Wettbewerbskrieg zwischen Ländern wie den großen Staaten Amerika, UdSSR, also oder Russland. Glauben Sie, aus der Sicht eines Präsidenten der Hochschule für Philosophie, dass die Philosophie da auch einen wunderbaren Konsens herstellen kann mit den großen Staaten dieser Welt und sagen, also ihr braucht auch Europa, ihr braucht auch irgendwo die Werte, ihr braucht auch irgendwo das Herz. Denn Europa ist meines Erachtens schon das Herz der Welt. Naja, wir müssen einfach mal die großen Fragen der Philosophie auch anschauen. Die Frage nach dem Menschen, die Frage nach der Freiheit, die Frage nach der Würde, die Frage nach den Menschenrechten. All das sind Fragen, die in Europa zunächst einmal in der europäischen Geschichte ja auf ganz fürchterliche Weise negativ beantwortet wurden. Wir haben die großen Religionskriege hier gehabt, wir haben die großen beiden Weltkriege hier gehabt, wir haben die Katastrophe des Holocaust hier gehabt. Aber Europa und die europäischen Staaten haben aus dieser bitteren Geschichte gelernt und haben nach vorne geschaut. Und ich glaube, das ist die große Aufgabe, das heute zu vermitteln. Europa hätte nie entstehen können ohne die Verbindung nach Amerika, die transatlantische Beziehung. Das, glaube ich, müssen wir in dem Dialog auch in die USA, auch unter den schwierigen heutigen Bedingungen vermitteln. Und ich glaube, Europa muss die Kraft und das Selbstvertrauen, das Selbstbewusstsein finden, zu sagen, wir haben so ein starkes Fundament, wir haben solche Chancen, wir haben im Alltag so viele Möglichkeiten, die müssen wir positiv für den europäischen Zusammenhalt nutzen. Und dabei müssen wir alle mitnehmen und dürfen niemanden auf der Seite und auf der am Rande stehen lassen, wenn ich an die große Zahl von Jugendarbeitslosen etwa in Spanien, in Italien, in Griechenland denke, dann müssen wir den Menschen eine Perspektive geben. Und ich glaube, wenn das gelingt, dann haben wir auch wieder eine positive Überzeugungskraft für Europa. Weil ich denke, wir haben keine Alternative in der globalen Welt, weil jeder einzelne europäische Staat marginalisiert werden würde angesichts der neuen großen Staaten in Asien, in Lateinamerika, in Afrika. Und ich glaube auch, diese heutige Veranstaltung trägt dazu bei, einfach auch mal aufzuzeigen, dass, wie Sie richtig sagen, Herr Professor Wallacher, Europa ist schon der Ursprung der Philosophie. Und die Philosophie kann ein großartiger Mediator sein für vieles. Und insofern freuen wir uns auf die Veranstaltung. Ich glaube, es wird ein toller Erfolg werden. Und ich danke Ihnen für das nette Gespräch und die guten Anregungen. Gerne. Dankeschön. Okay. Ja, Frau Dr. Richards, Sie sind heute abends die Dame, die die Veranstaltung moderiert. Ja. Und es geht heute abends um Europa, Motivation Europa. Was fällt Ihnen dazu ein? Mir fällt dazu ein, dass Europa müde ist, dass wir zu wenig Motivation und zu wenig Begeisterung im Moment für Europa haben. Wir sehen das, in den nächsten Tagen sind die Wahlen in den Niederlanden. Und wir müssen ja befürchten, dass die Niederlande sich auch gegen Europa und gegen den Euro entscheidet. Also von der Seite brauchen wir in Europa mehr Motivation und mehr Begeisterung. Nun haben Sie natürlich heute abends hier den Dr. Theo Weigel, den Vater des Euros, der ein begeisternder Verfechter ist für Europa. Und wir sind hier in einer wirklich heiligen Stätte der Hochschule für Philosophie der Jesuiten. Und die Veranstaltung heißt ja Motivation Europa, Kontinent der Philosophie. Jetzt, ich habe gerade mit dem Präsidenten gesprochen. Man muss schon sagen, die Philosophie hat natürlich schon mehrheitlich den Ursprung in Europa. Also Sokrates war ein Grieche, viele, viele bedeutende Philosophen. Aber die Philosophen haben natürlich immer nur Fragen, aber die Antworten müssen natürlich die Menschen geben. Jetzt, wenn man mal schaut, der Wettbewerb zwischen den großen Weltmächten USA, Russland ist stark.
Europa muss immer stärker werden. Europa muss einfach die Kraft haben. Und dazu kann man nicht Europa schlecht reden. Es gibt so viele tolle Dinge an Europa. Also wir fahren mit einer Währung in 27 Staaten. Wir können einfach, Grenzen gibt es momentan nicht. Ja? Natürlich gibt es vieles Negatives. Warum glauben Sie, gibt es so viele, sagen wir mal, Angriffe auf Europa? Warum gibt es nicht Menschen, die sagen, hier, mein Herz schlägt europäisch? Ich erkläre das so, ich bin kein Philosoph und ich bin kein Politiker, aber ich erkläre das so, wir haben ein geeintes Europa, wir sind stark in Europa, wir haben ein altabendländisches Kulturgut und wir haben eine ganz starke Wirtschaftsmacht und das schafft nicht nur Freunde. Also das geeinte Europa, wir haben Frieden in Europa seit fast 70 Jahren, wir haben Wohlstand in Europa und das ist nicht überall in der Welt so und das gilt es natürlich mit Enthusiasmus zu verteidigen. Aber ich glaube auch gerade, wenn man Amerika sieht, wenn man den Nahen Osten sieht, ich glaube, nicht alle sind der gleichen Meinung, dass also dieser lange Frieden auch in Europa so erhalten werden kann und muss. In diesen Stunden, während wir diese Sendung aufzeichnen, fliegt die deutsche Bundeskanzlerin zu Donald Trump. Ja, genau. Und sie fliegt als Europäerin dahin. Ja, genau. Was glauben Sie, wird sie ihm sagen? Sie wird ihm sagen, dass er mehr für Europa plädieren soll. Er ist ja auch gegen Europa, gegen die Wirtschaftsmacht Europas. Er ist gegen den Frieden und gegen die Beständigkeit Europas. Sie wird ihm sagen, also er muss mehr Enthusiasmus für Europa entfalten und vielleicht sich auch aus der europäischen Politik mehr zurückhalten. Denn Amerika ist Amerika und Europa ist Europa. Mhm. Wir freuen uns jetzt auf eine schöne Veranstaltung. Ja, jetzt werden wir noch mal Dr. Weigel interviewen und dann freuen wir uns. Danke. Dankeschön. Herr Dr. Weigel, die heutige Veranstaltung gilt Ihnen als Mr. Euro, kann man sagen. Sie heißt Motivation Europa, Kontinent der Philosophie. Was fällt Ihnen dazu ein? Ja, die gilt mindestens so sehr Ihnen, denn der Lehrstuhl, den haben Sie investiert. Ja. Eine der, wie ich meine, interessantesten und besten Investitionen in den Rohstoffgeist. Vielen Dank. Und wer in München wäre ein besserer Motivator für die Motivation Europas als Sie? Nein, ich mache das gerne. Denn es ist ganz wichtig, ein großes Bündnis für Europa nun zu finden. Ich finde es gut, dass jeden Sonntagnachmittag sich zwischenzeitlich viele junge Leute treffen, hier in Nürnberg, in anderen europäischen Städten, Pulse of Europe, um für Europa zu demonstrieren. Bei all den Bad News, die wir täglich haben, ist es dringend notwendig, denn Europa ist viel, viel besser als sein Ruf. Wir machen es schlecht durch tägliche Überschriften, aber eigentlich ist das, was die letzten 60 Jahre erreicht wurde, eine tolle Leistung, aber noch nicht vollständig und darum müssen wir dafür kämpfen. Aber kann man auch sagen, dass diese großen Weltmächte wie die USA und auch Russland irgendwo so ein bisschen einfach auch merken, Europa kommt immer stärker, das ist das Land der Philosophen, der Werte, der Kraft, dass da auch irgendwo so gewisse Verfeindungen so leicht auf Europa einströmen? Ja, das wundert mich nicht. In der Tat, diese Figuren, die wir da heute spüren in Amerika, in der Türkei, in Russland, denen passt es nicht, dass Europa seine Kräfte bündelt. Denn zwischenzeitlich sind wir schließlich bei der Währung das zweitwichtigste Bündnis. Früher, wenn man den amerikanischen Notenbankpräsidenten gefragt hat, what about the dollar, dann hat er geantwortet, it's my currency and your problem. Ja. Heute ist das nicht mehr so, nicht? Denn der Euro spielt eine Rolle, der Renminbi wird eine Rolle spielen und das Europa spielt eine Rolle in Asien. Und es gibt viele Zusammenschlüsse in Südamerika, in Asien, in Afrika, die sich Europa als gebündelte Nationen, die ihre Identität nicht aufgeben, aber ihre Kraft zusammenschließen, gilt das als Vorbild. Wenn wir einfach mal schauen, dieses Europa hat so, Sie sagten es gerade, Herr Dr. Weigel, so viel Positives, so viel Positives. Und wenn wir da mal anfangen, offene Grenzen, eine Currency, ja, die Menschen untereinander sprechen mehrere Sprachen, die Türen gehen auf. Es gibt so viel Positives zu berichten. Und ich glaube, dass wir Europa im Grunde jetzt
in einer so starken Startposition haben. Ja? Und da erwarten wir uns natürlich heute Abend von Ihrem Referat einige wirklich tolle, tolle Ideen. Und ich denke, jetzt haben Sie alles dabei, oder? Schauen Sie mal, Herr Leschen, ja? Das ist der Füller, mit dem ich den Vertrag von Maastricht gemeinsam mit Genscher unterschrieben habe. Ist das ein Pelikan oder was ist das? Das ist ein... Ein Mont Blanc. Ein Mont Blanc. Ja, ein Mont Blanc. Wir durften ihn mitnehmen, legitimerweise. Ja, wunderschön, wunderschön. Das heißt also, wenn ich mir vorstelle, was daraus entstanden ist. Unglaublich. Europa hat seine Kräfte gebündelt, die zweitstärkste Währung der Welt. Für Deutschland ein Riesenvorteil, wenn man sich mal unsere Bilanzüberschüsse vorstellt. Für alle Länder ein Gewinn. Wir sollten viel positiver darüber reden. Kann man sagen, dass Europa im Herzen auch eine deutsche Idee war? Gott sei Dank waren es nicht nur Deutsche. Mhm. Gott sei Dank war es Churchill eigentlich, ein Brite, der diese erste Idee 1946 in Zürich hatte. Dann war es Charbonnet, dann war es Alcide de Gasperi und andere. De Gaulle wahrscheinlich auch, oder? De Gaulle später. De Gaulle später. Erst in den er hat ja mal am Odeonsplatz gesprochen. Das war toll, das war schon. Ja. Aber ursprünglich war er eher etwas skeptisch. Und dann waren es in Deutschland natürlich Konrad Adenauer, Franz Josef Strauß und der Gründer der CSU, Dr. Josef Müller, Ochsensepp genannt, der 1946, als er dem KZ entronnen war, gesagt hat, wir brauchen eine gemeinsame europäische Währung, denn Länder, die eine gemeinsame Währung haben, werden nie mehr Krieg gegeneinander führen. Aber was für eine großartige Idee. Also ich bin immer wieder begeistert von dem Mut der Menschen, die das damals bewegt haben. Und wir werden doch von allen guten Geistern verlassen, wenn wir das jetzt aufs Spiel setzen würden. Das tun wir nicht. Aber jetzt in diesen Stunden, während wir die Sendung hier aufzeichnen, fliegt ja die deutsche Bundeskanzlerin nach USA. Mein Gefühl ist, sie wird eine großartige Überzeugungsarbeit leisten, bin ich mir sicher. Denn Donald Trump ist ja auch Mensch. Sternzeichen Zwilling, also er hüpft ja auch auf gute Dinge drauf. Wie glauben Sie, wird sie sich präsentieren? Also sie ist eine unglaublich kluge und auch selbstbewusste Frau. Und ich glaube, dass das auch einem Mann wie Donald Trump imponieren wird. Und zwar empathisch. Und er wird sich gut überlegen, wie er mit ihr umgeht. Und insofern hoffe ich, dass sie sozusagen als der Leuchtturm der Stabilität von Europa Eindruck auf ihn macht und ihn von manchem überzeugen kann, was er bisher noch nicht gelernt hat. Was können die Länder, die jetzt außerhalb der EU sind, von der Europäischen Union lernen? Was können sie lernen? Eigentlich profitieren sie alle von uns. Aber aus historischer Tradition haben manche den Weg noch nicht gefunden. Schade, dass die Schweiz nicht den Weg zum europäischen Wirtschaftsraum gefunden hat. Aber sie profitieren alle. Irgendwo gehören sie auch dazu. Nämlich dann durch viele Einzelverträge und indem sie auch für die Solidarität bezahlen. Die Schweiz und auch andere Länder, Norwegen und so weiter, bezahlen auch für ihre Solidarität, ohne dass sie an der Entscheidungsfindung beteiligt sind. Ja. Herr Dr. Weigel, wir freuen uns. Mr. Europa ist heute bei den Philosophen. Herzlichen Dank. Wir sind ganz gespannt. Dankeschön. Okay. Dankeschön. Sehr geehrte Frau Richards, Herr Professor Bündrup, Herr Professor Wallacher, Eminenz, lieber Dr. Lejeune, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das ist für mich ein ganz besonderer Genius Loci, denn Sie werden es nicht glauben, 1959, als ich in München begonnen habe, Jurisprudenz zu studieren, waren wir, ich jedenfalls auch, mit dabei, jede Woche hier in diesen Gemäuern bei der Congregatio Major Latina, und haben da bei Jesuiten unsere ersten philosophischen Unterweisungen erhalten. Das war damals Pater Mario, ein genialer Mann, Pater Jürgens. Und das war für mich sozusagen die Grundlage dessen, was ich mir auch später in der Politik sozusagen an philosophischem Oberbau bewahrt habe. Dann die Theologie der 50er Jahre, Eminenz, Entschuldigung, dass ich das sage, war jedenfalls in der Provinz eine fürchterliche.
Das war eine Theologie der Angst, an die ich mich nicht gerne erinnere. Aber wir hatten einen Religionslehrer, der war auch Jesuit, Hans Langhans. Und der hat uns auf der Oberschule in Grumbach doch schon einige dialektische Dinge beigebracht. Und dann gibt es noch eine Geschichte, die mich bewogen hat, Ihre Einladung anzunehmen. Ich war 1997 in einer ganz schwierigen Situation. Und zwar hatte ich auf einer lauschigen Arm in einem Interview mit dem Bayerischen Fernsehen auf die Frage, wie lange wollen Sie sich das eigentlich noch antun? Das war eine Fangfrage, auf die ich nicht hätte reinfallen dürfen, aber ich bin leider reingefallen und habe gesagt, Sie haben recht, ich habe es jetzt 8 Jahre gemacht und ewig kann man also diese Tortur nicht aushalten. So nach 9, 10 Jahren muss da auch mal Schluss sein. Ich dachte, das sei eine ehrliche Antwort, die auch richtig verstanden würde. Nur, das Interview lief dann auch ohne große Proteste. Und dann ist dieser einzelne Satz von einem Journalisten auf den Markt geworfen worden. Und während meines Urlaubs bin ich dann unaufhörlich konfrontiert worden. Sie sind amtsmüde, Sie wollen zurücktreten und so weiter und so fort. Erst als ich der Wahrheit zuwider erklärt habe, es gebe nichts Schöneres, als nochmals 8 Jahre deutscher Finanzminister zu sein, hat sich das etwas gelegt. Und dann will ich auch noch Ihnen, lieber Herr Leschen, danken. Sie sind ein nimmermüder Motivator und Antreiber eines positiven Lebens, Gesellschaft und Wirtschaftslebens. Und dass Sie hierher investieren in den Rohstoff Geist, in ein Geistesleben, das finde ich besonders bemerkenswert. Und es ist auch gut, dass Sie mit Ihrem nimmermüden Optimismus immer wieder anstecken. Man glaubt es ja nicht, aber ausgerechnet Spiegel Online bringt am 10. Februar etwas. Es lohnt sich nachzulesen, was die Euroskepsis-Professoren alles an Fehlentwicklungen sich ausgedacht haben. Die Eurozone wäre zum Hochzinsgebiet, kann man nicht gerade behaupten. Die Inflation sei mal zu hoch, mal zu niedrig. Bei bisher null und jetzt also ein bisschen höher. Ich hätte nie gedacht in meinem Leben, dass ich mich mal über eine höhere Inflation freuen würde. Nicht wahr, was im Moment stattfindet, um damit der EZB die Möglichkeit zu geben, wieder die Zinsen zu erhöhen. Also jedenfalls, die Inflation war keine Gefahr. Eine Wechselkurssteuerung hat nicht stattgefunden. Die EZB war unabhängig. Die meisten Menschen in Deutschland registrieren auch überhaupt nicht, dass in der Hälfte der D-Mark-Zeiten die Realzinsen negativ waren. Das weiß niemand. Merkwürdigerweise sind die Deutschen nicht auf die Barrikaden gegangen, als die Zinsen niedriger waren als die Inflation. Jetzt sind sie, was der Punkt anbelangt, sehr kritisch geworden. Übrigens lag die Inflation im letzten Jahr in Spanien, Italien, Frankreich, Griechenland und Irland niedriger als in Deutschland. Ja, das müsste doch ein Alarmzeichen sein. Und was die Staatsdefizite anbelangt, liegt die Eurozone unter 3%. Die Schulden sind hoch, das ist wahr. Sie sind aber in der Eurozone nicht so hoch wie in den Vereinigten Staaten von Amerika und nicht höher als in Großbritannien. Und dass die Schweiz über 700 Milliarden Schweizer Franken drucken musste, um ihren Wechselkurs gegenüber Dollar und Euro einigermaßen zu halten und sich zwischenzeitlich die Zentralbank der Schweiz als Verwalter von Industrieanteilen gerieren muss, ist auch eine Entwicklung. Und damit hat sie ihre Bilanz wesentlich stärker ausgedehnt als zum Beispiel die Europäische Zentralbank. Meine Damen und Herren, es wird niemand bestreiten können, dass es uns relativ gut geht. Wobei die entscheidende Frage der meisten Deutschen darin besteht, wie lange noch? Wenn man sich mal überlegt, Deutschland ist zum ökonomisch und sozial attraktivsten Land in Europa geworden. Wenn man heute junge Menschen fragt,
Wo wäret ihr am liebsten? Wo würdet ihr euch am liebsten ausbilden lassen? Wo würdet ihr am liebsten euren Beruf beginnen? Dann kommt nicht London oder Paris, sondern dann kommt München, dann kommt Berlin und Hamburg. Ein Stabilitätsanker in Europa und dann etwas, worüber wir nur sehr vorsichtig reden, die unbestrittene Führungsmacht in Europa, der Hegemon, der es nicht sein will, dem das aber fast zugemutet wird, eine Verantwortung wie nie zuvor in den letzten 150 Jahren unserer Geschichte. Wenn man sich überlegt, was nun Deutschland noch in den letzten 25, 30 Jahren geleistet hat, 2,1 Billionen Euro für die deutsche Einheit. Wenn wir 1990, Helmut Kohl und ich und Genscher, eine Volksabstimmung in Deutschland veranstaltet hätten, also ein von meiner Partei gegen meinen Willen gefordertes Referendum auf Bundesebene, und wir hätten damals den Deutschen gesagt, also seid ihr für die deutsche Einheit unter der Bedingung, dass ihr die nächsten 25 Jahre 4.000 Milliarden D-Mark für die Einheit zahlen müsst. Also, ob das zu einer Zweidrittelmehrheit gelangt hätte, wage ich ganz stark zu bezweifeln. Wir haben in der Zeit noch in den 90er Jahren 100 Milliarden D-Mark an Stabilität für die Nachfolgestaaten der Sowjetunion aufgebracht. Wir haben 50 Milliarden damals für die mittel- und osteuropäischen Staaten an Garantien aufgebracht. Und wir zahlten in den letzten Jahren einen Nettobeitrag in die Europäische Union von etwa 15,5 Milliarden. Und wir haben auch die höchste Garantiesumme für Stabilität in Europa. Wir haben 1992 noch 15 Milliarden D-Mark für den Irakkrieg I aufgebracht, weil wir uns an ihm nicht beteiligt haben. Alles ungewöhnliche Leistungen und trotzdem Leistungen, die andere Länder in Europa zum Teil nicht erbringen mussten. Und trotzdem stehen wir besser da als alle anderen. Und trotzdem Krisenängste, Überschriften. Und wenn ich mir überlege, ein einziges Wort, Warschauer Pakt. Wenn man älter ist, erinnert man sich, was das bedeutet. Im letzten Jahr tagte in Warschau die NATO. Also das hätte ich mir, als in Warschau die Aufstände waren und dort die ersten Freiheitsbewegungen stattfanden und niedergeschlagen wurden, nicht gerade vorgestellt. Und ich frage eigentlich jeden bei Ihnen, sind ja auch Skeptiker unter Ihnen oder auch sonst wo, möchte eigentlich jemand mit der Zeit von früher tauschen? Möchte eigentlich jemand mit der Zeit vor 40 Jahren tauschen? Da waren 500.000 Sowjetsoldaten auf deutschem Boden. Über die Zahl der Raketen und Atombomben und ähnliches mehr brauche ich mich gar nicht austauschen. 500.000. Und es ist uns gelungen, den Abzug für 12 Milliarden D-Mark zu bewerkstelligen. 12 Milliarden D-Mark sind in 3,5 Jahren alle russischen Soldaten, Atombomben, Panzer und so weiter von deutschem Boden verschwunden. Das ist die Hälfte dessen, was die Restrukturierung der Bayerischen Landesbank gekostet hat, nicht wahr? Wir sind ja unter uns, Herr Imhoff, gell? Also Sie erzählen es nicht weiter. Etwas, sonst werde ich wieder als Störenfried begriffen. Tja, das muss man sich mal vorstellen. Ja, Herr Professor Weinfeld, was sagen Sie denn zu diesen Ausführungen von Theo Weigel zum Thema Motivation Europa? Ja, das ist natürlich eine großartige historische Erfahrung, die er mit einbringt. Also er hat sehr vieles erlebt, hat sehr vieles mitgestaltet und das packt natürlich Menschen, auch wie Sie und mich, die einer gewissen Generation angehören, wo man sagen kann, ja, das muss man ja wirklich mal sagen. Wenn ich das Gleiche meinen Studenten sagen würde, dann würden sie sagen, na ja, ist ja schön, so eine Art Altersreifheit hier zu vermitteln. Ja.
das muss übersetzt werden, A, in eine jugendgemäße Sprache noch zusätzlich, und ich muss eine große, packende Zukunftsvision vermitteln. Also das, was hinter dem steht, was wir jetzt so erleben in Sachen Europa, ist sehr vieles gelungenes, situatives Krisenmanagement. Ich brauche aber die Zukunftsstrategie. Wo steht Europa in 5 Jahren, in 10 Jahren? Das will ich wissen. Ich will mich hier zu Hause fühlen und nicht verunsichert sein, weil ich gar nicht weiß und vielleicht ängstlich und so, was wird aus der Sicherheit und so weiter und so fort. Das muss alles in dieses Zukunftsnarrativ eingebaut werden. Aber verkauft sich Europa zu schlecht? Also es sind ja so viele positive Faktoren, haben wir ja heute auch gehört. Ja, ja, also, und zwar, weil diese Art Orientierungsangebot nicht gemacht wird. Es gibt eine gewisse, wenn Sie die Szene in Europa aktuell beobachten, eine gewisse strategische Sprachlosigkeit. Ja. Die Menschen wollen es aber wissen. Ich will Ihnen gewissermaßen den politisch-kulturellen Zeitbefund kurz benennen. Wir leben in einem Zeitalter der Komplexität, Internationalisierung, Europäisierung und so weiter, Digitalisierung, Cyberwars und so weiter und so fort. Komplexität. Das verbindet sich, so war es früher so nicht, mit einem Zeitalter der Konfusion. Über 70% unserer Mitbürger sagen, ich kapiere das alles nicht, was da läuft. Ich verstehe das nicht. Diese Kombination macht die Sache so schwierig. Und der Bedarf an Orientierungswissen, an Zukunftsstrategie ist dramatisch. Und dem muss ich nachgehen. Nun hat ja Dr. Weigel so von den Vereinigten Staaten in Europa gesprochen. Ja. Das ist natürlich auch eine große Überschrift, ja. Aber natürlich, wenn man mal schaut, die Amerikaner haben viele Staaten, aber sie sprechen nur eine Sprache. Ja? Also wir haben xx verschiedene Sprachen. In Amerika auch nicht mehr so ganz, in gewissen Regionen ist es Spanisch. Aber also mehrheitlich ist es ja Englisch. Ja, ja, ja? Aber hier haben wir so Franzosen, Italiener, Spanier, Deutsche. Wie muss man nicht Europa ein bisschen mehr Zeit geben, um sich dann wirklich auch im Potenzial zu entfalten? Das ist ein politisch-kultureller Prozess. Ja. Das geht alles nicht mit Fingerschnippen über Nacht. Und wenn Sie einmal schauen, seit der ersten Nennung des Begriffs Europa im 6. Jahrhundert vor Christus bis heute steht dieser Kontinent unter Spannung. Und zwar veranlasst durch das, was Sie gemeint haben, mit der Vielfalt der Mentalitäten, Traditionen, die hier auf größtmöglicher räumlicher Dichte beieinander leben. Daraus ergibt sich fast naturwissenschaftlich eine Spannung. Ja. Und die muss man konstruktiv aufnehmen und nicht negativ. Dieser Kontinent kennt den Geist der Bergpredigt genauso gut wie das Wörterbuch des Unmenschen. Und wir sind gut beraten, gewissermaßen die positive Seite, die zivilisatorische Großleistung zu bringen, statt immer wieder infantil zu beginnen und die alten Fehler zu wiederholen. Eine ganz einfache Frage an Sie. Schaffen wir es, dass wir uns Deutsche als Europäer fühlen, dass die Italiener sich als Europäer fühlen, die Franzosen als Europäer fühlen? Laden Sie doch mal ein paar Deutsche oder Italiener ein, mit Ihnen nach China zu fahren. Sofort, wenn Sie dort ankommen, wir Europäer. Ja, dann geht's so. Sie müssen immer den richtigen Anlass haben. Ja. Ich empfinde mich doch, wenn ich zum Fußball von FC Bayern München gehe, nicht unbedingt rufe ich nicht immer aus, ich Europäer, sondern ich bin dann Bayern München-Fan. Mhm. Aber in dem Moment, wo diese Schicht aufgerufen wird, das ist mir sehr viel auch in den USA so gegangen. Ja, ist alles gut, der Westen. Aber wir in Europa würden das ja auch noch zusätzlich so machen. Mhm. Schon bin ich Europäer. Ich hätte nie gesagt, ich als Bayer denke woanders. Ich als Europäer. Was nehmen Sie mit von dieser Veranstaltung heute hier in der Hochschule für Philosophie der Jesuiten? Positive Anregung gewissermaßen. Diese Art Motivationsüberlegung auch, wie das Persönlichkeiten prägt, auch wie Theo Weigel und sein Erfahrungshorizont, das einfach einzubringen, ist natürlich, ja, es ist wirklich Motivation. Und was ist für Sie Motivation? Sie sind ja auch immer ständig ein... Also ohne Motivation würde ich nicht 7 Tage in der Woche arbeiten, also ohne mich zu beklagen. Ja. Ich muss überzeugt sein von der Perspektive, die ich eigentlich anstrebe dabei. Und das ist in meinem Leben in einer ganz einfachen Form passiert. In meiner Schülerzeit sagen meine Eltern zu mir, eigentlich könnten wir doch stolz sein. Unser Onkel hat den Adenauer vor den Nazis versteckt. Der hat dann überlebt und ist dann erster Kanzler geworden.
Ich als Schüler frage meinen Lehrer, was war denn da eigentlich los? Und so, der erzählt mir das alles. Diese Art Mordungsapparatur, Millionen Menschen werden getötet. Da habe ich mir gesagt, und damit ist die Sinnfrage meines Lebens erklärt. Ich muss es verhindern, dass es so etwas wieder geben kann in solch einer Zivilisation. Ja, und wie macht man das? Indem man sich um Politik mitkümmert, Politikwissenschaftler, politisch-kulturelle Rahmenbedingungen mitversucht zu kreieren. Und dann wird das schon funktionieren. Dazu gehört Europa massiv dazu. Herr Professor, wir sind in einem entscheidenden Wahljahr. Es geht jetzt richtig los mit verschiedenen Wahlen. Wie geht das Ganze aus? Gibt es eine Chance, dass Merkel wieder die Kanzlerin wird? Oder sehen Sie wirklich, dass Schulz da bedrohlich nahe kommt? Also, Sie haben im Moment, dadurch, dass wir geprägt werden, nicht mehr von den alten Stammwählern, sondern von einem fluiden Stimmungsmilieu, kann Ihnen heute niemand sagen, es wird so oder so ausgehen. Nur, Sie dürfen es jetzt auch nicht überschätzen, dass nun ein gewissermaßen Aufbruchsrhetoriker alles dann bis zum Wahltag entsprechend so durchzieht, sondern das kann so und so. Das ist ein Marathon. Ja, genau. Also dazu ist es noch zu weit. Vielen herzlichen Dank. Danke Ihnen auch. Ja, liebe Zuschauer, das war's wieder zum Thema Europa hier aus der Hochschule für Philosophie der Jesuiten. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Le Jeune Talk. Bis dahin noch eine schöne Zeit. Unternehmen im Sendegebiet sind Partner von München TV geworden. Mit ihnen realisieren wir Wirtschaftssendungen, die wir mit Business TV kennzeichnen. Business TV-Sendungen entstehen in inhaltlicher Zusammenarbeit und mit finanzieller Unterstützung durch unsere Businesspartner. Die folgende Sendung ist ein Business TV-Format. Sie wird unterstützt von der Le Jeune Academy München.